Das Gestell aus Stahlblech, einem Material aus dem Karosseriebau in der Automobilindustrie, die Sitzfläche aus Leder. Chassis heißt dieser Stuhl, Fahrgestell. Entworfen hat ihn der Münchner Designer Stefan Dietz für eine Büromöbelfirma. 3 Jahre tüftelte er an der Weltneuheit. Mir geht es auch darum, wirklich genau hinzusehen, wenn man beim Entwerfen. Das heißt, nicht von vornherein davon ausgehen, es geht schon alles, ist schon alles, man kann nur noch Kosmetik machen. Also ich glaube schon dran, dass wenn man ein Stück zurückgeht, dass man einfach auch mal eine neue Funktion entdecken kann. Seit Jahren experimentiert Stefan Dietz mit neuen Materialien und Technologien. 2003 entwirft er Big Ben, ein variables Behältersystem. Dafür bekommt er seinen ersten Designpreis. Mit seinen schlichten und funktionalen Möbeln hat er seitdem eine Auszeichnung nach der anderen gewonnen. Chefredakteurin Barbara Friedrich von der Zeitschrift Architektur und Wohnen sieht seinen Erfolg in der Verbindung von Handwerk und Design. Stefan Dietz, der ja auch gelernter Tischler ist, hat diese Verbindung sehr gut geschlagen, wie ich finde. Seine Stühle sind einfach kleine Meisterwerke, an denen man diese handwerkliche Fähigkeit und diese handwerkliche Tradition auch noch sieht. Das macht sie auch so besonders. Stefan Dietz entwirft selten am Computer. Er baut Modelle, experimentiert mit Form und Statik. Namhafte Hersteller wie Tonnet, Moroso oder Wilkan vertreiben seine Produkte. Hängt vielleicht damit zusammen, dass ich mir den Luxus erlaube, prinzipiell einfach nur das zu machen, was ich für sinnvoll halte und was mir Spaß macht. Und versuche mich da auch nicht in irgendwelche finanziellen Abhängigkeiten zu begeben, sodass ich einfach da freie Hand habe. Ist auch egal, wenn wir 2 Jahre an einem Projekt arbeiten. 2008 entwickelte er für den deutschen Hersteller Tonnet einen Buchholzstuhl. Ganz in der Tradition des Betriebs, der diese Technik Mitte des 19. Jahrhunderts erfand und damit Designgeschichte schrieb. Bei Stefan Dietz wird das Holz allerdings mit Hilfe neuer Technologie gebogen. Das ist schon so, dass man sagt, es ist irgendwie noch nicht gesehen. Dadurch bekommt es diese ikonografische Gestalt, wo man heute eben schnell liest, Klassiker oder Klassiker von morgen. Eine organische Form aus dünnem, gebogenem Holz. Das ist der Stuhl Houdini für die deutsche Firma E15. Die Technik hat er diesmal aus dem Flugzeugmodellbau entlehnt. Was ich versucht habe, ist einerseits eine sehr bequeme, dreidimensionale Form, aber aus sehr einfachen Zuschnitten sozusagen zu generieren. Und Holz wirklich dreidimensional zu verformen, geht eigentlich gar nicht. Man müsste es wirklich vergewaltigen. Das gibt Techniken, da kann man kann das dann machen, aber das sieht dann aus wie eigentlich Kunststoff. Daran lag so ein bisschen die Herausforderung. Der Stuhl aus Sperrholz und Eichenfurnier ist ein Erfolg. So entwirft Stefan Dietz gleich eine ganze Möbelfamilie im selben Stil. Benannt sind die Modelle nach dem berühmten Zauberkünstler Houdini. Ich glaube, dass die Generation von Stefan Dietz einfach auch wieder gelernt hat oder wieder erkannt hat, dass das eine nicht ohne das andere geht und nicht sinnvoll ist. Also die pure Funktion, also sozusagen das Wohnen, die Wohnmaschine, ist genauso uninteressant wie die pure Dekoration. Einige von Stefan Dietz' Entwürfen sind heute schon Klassiker, die er aber immer wieder neu erfindet, wie hier mit einer Polstervariante. Dinge des Alltags neu erdenken und mit Hilfe moderner Technologie zeitgenössische Formen schaffen. Das ist das Ziel von Stefan Dietz. Und damit überrascht er die Fachwelt immer wieder aufs Neue.